Hey Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. Heute soll es um Gründe für einen teureren Helm gehen gegenüber den günstigsten Baumarkthelmen oder einfach die günstigeren Helme, wie ihr sie im Louis, Heingericke, Polo oder sonstigen Fachgeschäft bis hin zu, sagen wir, 60, 70 Euro vorfindet. Heißt nicht, dass ein runtergesetzter Helm scheiße ist, sondern ich rede jetzt von der unverbindlichen Preisempfehlung, weil ein günstiger Preis resultiert in Rohstoffen, die nicht so teuer ausgewählt werden können, sprich Materialien, Entwicklung und alles kommt ein bisschen zu kurz. Ist halt nicht das Optimalste, aber immer noch 10-mal besser als keinen Helm zu tragen. Deswegen Props an jeden, der einen Helm trägt. Ist ja nicht selbstverständlich heutzutage. Und ja, kommen wir einfach mal zu den Vorteilen. Das Gewicht. Die meisten günstigen Helme sind durch irgendwelche günstigen Thermoplaste oder irgendwelche günstigen Kunststoffen hergestellt. Das resultiert in der Regel in einem höheren Gewicht und das höhere Gewicht sitzt auf eurem Kopf. Im Falle eines Unfalls wird ja alles an eurem Kopf beschleunigt, also es wirken Gehkräfte auf euren Körper sowie auf Helm und alles mögliche, weshalb ich sagen muss, dass euch das Genick oder so leichter bricht. Der Helm zum Beispiel, ein günstiger Helm, wiegt 1500, 1600 Gramm Integralhelm und also im Schnitt jetzt, und ein teurer Carbonhelm, wie ich ihn zum Beispiel habe, soll gar kein Push sein oder sonst was, Fiberglas oder sonst wie, gibt verschiedene Kohlefaserhelme und ja, die wiegen dann 1300 Gramm zum Beispiel, oder ein Crosshelm wiegt nur noch 1000 oder 1100 Gramm. Und das hat den Vorteil, dass eure Nackenmuskulatur nicht so hart gefordert wird und euch nicht das Genick so schnell bricht. Also ein riesen Sicherheitsplus. Dann kommen wir zum nächsten Plus, Komfort. Also Komfort ist echt super. Bei teureren Helmen, weil ihr einfach teurere Futter drin habt, Innenfutter, Innenpolster, wie auch immer ihr das nennen wollt, sie liegen einfach zärtlicher an der Haut. Kommen wir zum nächsten Aspekt. Allergiker. Allergiker haben den Vorteil bei teuren Helmen, dass es Helmfutter gibt, die antibakteriell sowie antiallergen wirken, sprich Stoffe, auf die so gut wie keiner allergisch ist. Das ist bei günstigeren Helmen nicht oft der Fall und ihr könntet Hautausschläge bekommen, falls ihr Allergiker seid. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Design. Design ist in meinen Augen relativ wichtig. Ihr seht ja, ein günstiger Helm hat in der Regel ein schlichtes Design und ihr müsst für ein zusätzliches Design extrem viel dazu zahlen. Ist bei teuren Helmen aber auch gar nicht anders. GP Editions oder so, MotoGP halt, Editions sind teurer, deutlich teurer. Für denselben Helm mit denselben Eigenschaften zahlt ihr halt deutlich mehr für ein Design. Und das ist bei günstigen Helmen halt noch extrem kürzer. In der Regel habt ihr ein oder zwei Farbtöne. Wenn ihr Glück habt, habt ihr halt mehrere Farbtöne, aber in der Regel ist halt relativ schlicht gehalten oder halt eine Unifarbe. Man muss es mögen, aber man kann es halt nicht selten zu seinem Bike oder so anpassen, und Neonfarben oder so sind ganz, ganz selten die Sicherheit erhöhen. Und designtechnisch haben zum Beispiel beim AGV Corsa, falls ihr den kennt, der hat so einen Spoiler hinten, ist mega nice, könnt ihr auch noch einen anderen Spoiler zu kaufen und ist einfach deutlich windschnittiger und schaut stylisch deutlich besser aus, von der Form bis hin zu den Designvarianten und den Luftöffnungen und so weiter und so fort. So, kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die Lebensdauer. Ein teurer Helm lebt länger. Es hat zum einen Qualitätsgründe, weil der Helm qualitativ hochwertiger ausgeführt ist, die Stoffe verschleißen nicht so schnell, und zum anderen hat es Gründe, dass ihr Sachen austauschen könnt, wie zum Beispiel ein zerrissenes Innenfutter oder so könnt ihr ersetzen, zum Beispiel beim Scorpion Exo 2000 Evo Air, da könnt ihr es ersetzen und neu kaufen für 50 Euro und der Helm ist wie neu, weil TÜV-Studie hat belegt, von getesteten 13 Helmen, die über 10 Jahre alt waren, gab es nur einen Ausreißer, der Probleme gemacht hat, was die Schlagdämpfung angeht nach den ganzen Jahren. Und ja, ansonsten waren halt alle intakt. Und dann gibt es noch ein Thema, also einen weiteren Grund, das ist das Innenfutter. Es ist rausnehmbar und waschbar, also Hygiene. Ein teurer Helm ist
deutlich sauberer als ein günstiger Helm. Was soll ich da noch weiter groß sagen, weil ihr den halt waschen könnt nach Belieben und dementsprechend könnt ihr ihn öfter einsetzen, wo es halt dreckig, schmutzig oder sonst wie wird und ihr müsst keinen chemischen Polsterreiniger verwenden, ne? Und ja, ich hoffe, der sieht mich. Ich möchte keine Faxen machen, hier kommen schwere Unfälle zustande. Und ja, kommen wir zum nächsten Punkt, Zubehör. Ein teurer Helm, mein Scorpion Exo 2000 Evo R, nur als Beispiel, kommt Standard mit einer Pinlock-Scheibe, die es Beschlagen verhindert. Das ist sehr, sehr wichtig im Winter oder bei Temperaturen unter 15 Grad und relativ hoher Luftfeuchtigkeit. Genau, Hashtag Luftfeuchtigkeit. Und ja, das getönte Visier ist natürlich nice, je nach Hersteller zwischen 30 und 90 Euro wert. Manche geben verspiegeltes Visier zu, je nachdem welche Edition ihr euch kauft. Und Spinlock Visier ist auch immer geil, kostet zwischen 30 und 40 Euro. Das Max Vision, das ist einfach für die meiste Sicht, dass ihr keine ekligen Ränder habt davon. Und Alter, der Fahrradfahrer gerade. Und ja, es sollte halt Sinn machen. Finde ich persönlich geil. Und dann kommen wir halt noch zum letzten Punkt, der wohl der ausschlaggebendste ist, die Schlagdämpfung. Teurer Helm hat nachgewiesen in der Regel höher verarbeitete Materialien, also hochwertigere Materialien verarbeitet, und diese sind halt nun mal schlagabsorbierender. Sonst, ja, natürlich habt ihr auch Aerodynamik und so daraus, aber die Sicherheit vor allem. Ihr habt einen teuren Verschluss, einen Doppel-D-Ring-Verschluss in der Regel aus Metall oder Titanium wie beim Scorpion, und daraus könnt ihr einfach schlussfolgern, dass ihr einen sichereren Aufprall habt, also weniger Folgen davon zieht. Ein günstiger Helm bricht früher bei einem frontalen Aufprall gegen ein hartes Objekt als ein teurerer Helm, und er absorbiert weniger Schläge, sprich Gehirntraumata und Langzeitfolgen sind deutlich unwahrscheinlicher bei teureren Helmen. Das ist ein Fakt. Jeder, der meint, ja, beide haben doch die ECE-Norm. Die ECE-Norm besagt nur, dass er die Grundherausforderungen meistert und legal ist für den Straßenverkehr. Mehr sagt die Norm gar nicht. Da gibt es noch Sharp-Norm und so weiter und so fort. Da sind AGV und Carberg auf Platz 1, by the way. Und Showy hat auch sehr gute Helme, manche halt nicht. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen, und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute.